Hallo zusammen, hier ist wieder euer Tila und heute wieder für euch in Dragonflight unterwegs und heute ich heute so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein nettes Toy, was wir über ein Achievement kriegen und zwar einmal um das hier Tusker-Dingi, schimpft sich das. Und das würde ich sagen, schauen wir uns jetzt das allererstes mal an und dann erzähle ich euch, wie ihr das kriegen könnt. Also setzen wir es mal ein und dann muss ich jetzt hier gegen den Bug wieder ankämpfen, dass mein Interface ausgeschaltet ist. Sammlungen, da haben wir es. Und zwar, was macht das? Benutzt, ihr könnt über Wasser euch fortbewegen. Setzen wir es mal ein. Dann haben wir einen 10-Minuten-Buff drauf. Und tatsächlich, wir kriegen so ein kleines, was ist denn das? Ein Kanu, würde ich jetzt mal sagen. Irgendwie so in die Richtung. Sieht ganz cool aus tatsächlich. Warte mal, gehen wir mal einen Ticken näher ran. Wir können dann tatsächlich hier rumfahren. Das ist ein ganz nettes Toy tatsächlich. Wenn wir jetzt an Land kommen, laufen wir wieder. Und wenn wir reinlaufen, können wir da fahren. Das ist tatsächlich sogar auch sinnvoll, wenn ihr jetzt nicht bei euren Mounts diesen Trade drin habt, dass ihr quasi mit den Mounts über Wasser laufen könnt. Gut, klar, hier könnt ihr fliegen, aber in der einen oder anderen Zone ist es vielleicht eine ganz praktische Angelegenheit, wo ihr vielleicht auch nicht fliegen könnt. Gut, so viel zu dem. Wo kriegen wir das Toy her? Und zwar müssen wir dafür ein Achievement absolvieren. Und zwar heißt es Stromschnellen Streiter. Und für dieses Achievement, da habe ich auch schon ein Video gemacht, aber ich erkläre es jetzt hier nochmal kurz, was ihr machen müsst. Und zwar müsst ihr ins Azurblaue Gebirge auf die Koordinaten 45, 53 und hier gibt es einen NPC und zwar ihn hier, Ruqui oder Ruikw, keine Ahnung, wie man den ausspricht, auf jeden Fall so ein Tusker-Dude und mit dem kann man quatschen. Und jetzt ist es so, dass man hier so einen Stromschnellenritt anwählen kann und bei diesem Stromschnellenritt müsst ihr dann einfach hier so, ja, Fische eintüten und für das Achievement müsst ihr 40 Fische in einem Durchgang absolvieren. Das Ding ist, ich habe das vorhin gerade ausprobiert, man kann es ein bisschen cheesen, wenn euch das Ganze zu schnell ist. Das war nämlich bei mir tatsächlich der Fall, dass ich nicht alle 40 erwischt habe. Ich war, glaube ich, bei 34, irgendwie sowas um den Dreh rum. Und am Ende gibt es einen Tusker, den ihr anquatschen könnt, wo ihr, euch nochmal hochporten könnt und dann ist aber auch die Geschichte hier weg, dass ihr dementsprechend den Buff auch verliert. Wenn ihr aber nicht den Typen anspricht, sondern einfach hochfliegt und nochmal mit dem Dude quatscht, habt ihr den Vorteil, dass ihr, dass ihr den Buff nicht verliert und dann zählt das einfach weiter und ihr könnt ganz entspannt einfach in zwei Runs das machen und dann ist es gar kein Stress. Also dann ist es easy tatsächlich. Dann ist es easy. Weil ihr seht jetzt, es ist schon relativ schnell hier gegen Ende. Und dann kommt man dann gar nicht mehr so ganz nach. Ich bin jetzt bei 29. Ihr habt gesehen, da sind einige auch liegen geblieben. Viel kommt da nicht mehr. Und ja, hier der Typ ist da unten einmal. Dann könnt ihr ihn ansprechen und wieder quasi euch hochporten lassen. Ihr fliegt einfach wieder hoch, macht das Rennen nochmal und dann zählt das Achievement rein. Außer Blizzard hat es bis dahin gefixt, dann müsst ihr gut sein und dementsprechend das hier hinkriegen, ohne das zu cheesen. Ich drücke euch die Daumen, dass es noch nicht gefixt ist. Solltet ihr den Kollegen da oben nicht haben, dann habt ihr die Option, dass ihr die Kampagne erst spielen müsst, denn dieser Typ wird erst freigeschalten, wenn ihr, oder nicht die Kampagne, sondern eine Sidequest, pardon, und zwar sind es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Quests, die ihr absolvieren müsst, die starten bei diesem Typen hier, der heißt, also das ist Ruqui irgendwie, also ich kann es nicht aussprechen, und der ist bei den Koordinaten 44, 50, der hat dann die erste Quest, das müsste die hier sein, Mammuts im Mittelpunkt, die müsst ihr absolvieren, plus die Folgequest, und dann kommt ihr zu dem Typen und schaltet den auch frei hier am Fluss dran. Gut, das war's mit dem kleinen Toy Guide, ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich weiterhelfen, euer Tila, bis zum nächsten Mal, ciao!